Hallo und herzlich willkommen zurück. Acht. Das versteht ihr jetzt nicht, sorry, wir haben gerade so Runde gezählt und dann hat Epic Win bei. Als ich bei 1 war, 7 gesagt und jetzt 8. Ja, das war nicht lustig. Wir versuchen jetzt immer noch die Galle zu kriegen und wir kriegen sie einfach ums Verrecken nicht, aber wir sind ja gleich Level up, was uns ein bisschen aufmuntert und ich bin sowieso Level froh, dass wir wieder aufnehmen. Und du brauchst. Du hast noch nicht diese Wolfsdarm. Nee. Okay. Ich habe einen Armer. Darm, Arm. Haha. Und dann hoffe ich, dass wir euch das mal zeigen können mit der neuen Map. Aber ihr wisst wahrscheinlich schon, als erfahrene Metin-Spieler. Seid ihr das überhaupt? Wenn ihr seid, dann müsst ihr es unten hinschreiben, sonst seid ihr sie nicht. Sonst seid ihr kein erfahrener Metin-Spieler, wenn ihr das nicht drunter schreibt, wenn ihr das seht, okay? Ja. Wir müssen es dann auch drunter schreiben. Muss ich unbedingt dran denken. Schreiben wir das gleich auf. Ja. Aber gut, dass da gerade einige Bären sind, aber irgendwie bringt's mir nichts, ja, weil ich das dann halt auch droppen sollte. Ich denke auch an diesen Daten. So, jetzt können wir ja gleich den nächsten Jagdauftrag annehmen. Jetzt muss ich das wieder mit STRGQ herbeamen und jetzt. Was können wir da? Ah, ich mach hungrige Christi, wären schon eindeutig besser als das andere. Obwohl ich es jetzt ganz schon wieder vergessen habe. Irgendwas mit Grauwölfe Ja, war eine es. weitere Karte. Aber hungrige Grauwölfe, die kriegt man nicht relativ oft. Hoffentlich blamier ich mich nicht, weil irgendwie ist hier keiner. Ich nehme hungrige Grizzlybären, weil Ja, gleich drei neben mir sind. hab ich auch genommen. Oh, ich kill gerade zwei Gruppen von den Grauwölfen in den Normal. Okay. Die tun eigentlich richtig, ja. Wolfsfell plus auch ein Abgegenstand, den ich persönlich noch nie gebraucht habe, aber. Ich habe Ah, so da ist viele ein. Abgegenstände, die ich schon fast nie gebraucht habe. Ja. Du hast ja noch nie was auf bis 9 gehabt. Haha. Leider. Ja, mit welchem Level könnten wir dann viel. Wann kriegen wir eigentlich endlich die Quests, wo wir dann Map 2 Jagdaufträge machen können? Stimmt, ab Level 20, weil die auch Level 20 sind, ja, macht Sinn. Nee, ich glaube schon ab Level 16 oder 18. Könnte auch sein. Achso, die 10 Alpha-Graue habe ich ja jetzt noch gar nicht. Ja, ich habe bis jetzt auch noch gar keine gesehen. Ah doch, die sind mit den Tigern in der Gruppe, ich sehe es gerade, das sind Ne? gerade 6, 7 Stück. Krass. Passt ja eigentlich relativ gut. Oh, wieso machen die so viel Damage, ey? Merkt man, dass ich echt nur eine scheiß Equip hab. Ausrechnen mal mit mir. Nein, verfluchter Braunbär. Ach nein, wieso starb Bär jetzt auf einmal? Aber ich will ihn noch killen! Die Graubefehl. Ah, okay. Wenigstens noch zwei mitgenommen. Und jetzt wegrennen! Oh, 5 Sekunden, noch 5, 4, nein, egal. Nicht zählen, bloß nicht. PvP-Schutz aktiviert, gut. Jetzt, wo sind die anderen? Ist immer noch 4 Stück da, gut. Ach man, ich drücke auch immer auf blaue Putz, wo ich die ja gar nicht hab. Ist man halt schon dran gewöhnt, weil später wird man die eigentlich immer haben. Außer man ist wirklich sehr arm. Was sind die jetzt da? Und da hinten war noch die Christi-Bären, genau, die muss ich natürlich auch noch killen. Ach man, dieses scheiß Schwert. Nur das Schwert regt mich auf. Aber jetzt habe ich ja zum Glück wieder Sichelschwert, vielleicht habe ich das noch, aber bis dahin bin ich bestimmt schon Level 15, habe ich wenigstens die Waffe plus 5. Hast du die Level 15 Waffe auch plus 5, gell? Ja. Ja. Bär brauchen wir auch. Und ich hoffe, dass wir jetzt endlich die Galle
droppen, dass wir dann auch andere Quests angehen können. Aber jetzt schließen wir erstmal unseren Jagdauftrag ab. Der Gruppe hungrige Grizzlybären. Das hat gerade geruckelt, das ist bestimmt vielleicht gerade zu kurz gelaufen. Irgendwer. Schade. Dich sieht man nie. Ja, ich such dich jetzt gerade einfach. Der Braunbär. Aha. Ja. Dann wirst du mir nichts erfahren. Ja, ich bin direkt neben dir. Ach man. Ja geil, jetzt hast du zu mir gelockt. Wieso greift die jetzt plötzlich dich an? Oder? Hä? Mann! Lass mich schnell killen, dass der auch verreckt. Lehrer, ich greif nicht an. Jetzt greif dich auch gleich noch. Los, schnell, stirb schon. Ah, jetzt laufen sie hinter dir hin. Hä? Ich check's nicht. Egal, weiter geht's. Achso, den Auftrag haben wir abgeschlossen. Kriegen wir wahrscheinlich eine Reitkarte, oder? Nee. Ah, blaue mittlere Tränke, nicht schlecht. Ach, jetzt rennen wir halt hinterher, ey. Das ist aber auch immer so. Das macht er ja unabsichtlich. Das ist bei dem irgendwie so drin. Auch in der Bosskammer. Alle laufen dem hinterher. Ich stehe direkt vorm Boss. Der Boss ist ganz alleine. Und dann kommt er, holt sich die ganze Bosskammer, ey. Immer das gleiche. Jetzt auf jeden Fall mal wieder ganz normale Bären suchen. Irgendwie sehe ich nur noch hungrige Bären. Ach man, ja. Das ist doch, so sieht doch ein normaler Bär aus, oder? Nein, das ist Bär. Ah, nee, schon wieder. Okay, du verbringst die ganze Zeit dieses Parts, um von verfluchten Braunbären verfolgt zu werden. Nee, ich greife zwischendurch ab und zu noch die Mobs, die ich brauche. Und dann aber du hast die Grizzlybären auch schon erledigt. Dann ja. Auf Tag 13. Das ging bei mir schnell, weil die direkt bei mir war. Bei mir nicht, aber es hat gut geklappt. Irgendwas mit Graubel war ja die andere Option. Hungrig, Graubel, glaube ich. Aber die gibt's auch. Ja, die gibt's schon. Ja. Nicht zu knapp. Hey Mann, jetzt sind. Jetzt verfolgt er mich eben. Jetzt sind echt keine normalen Bären mehr da. Dann muss ich echt mal die anderen killen. Ja, ihr werdet ja noch sehen, wie wir uns so zusammen in der Bosskammer irgendwann mal verausgaben. Wegen mir. Das stimmt, lebt dein Pferd überhaupt noch von deinem Main? Ich glaube, das ist fast verhungert. Ja, und du hast ja noch das Gute, dass du immer wieder diese Pferdequests machen kannst, deshalb ist es gar nicht füttern musst, weil immer wenn man Pferdequest macht, hat es danach wieder 100%. Aber da ich es schon auf Maximum habe mit meinem Main, aber ich glaube, ich lasse es jetzt aufrecken, weil ich habe nicht mal viel Ginsengs und die verschwende ich jetzt lieber nicht. Weil ich werde mit dem Main erst wieder spielen, wenn ich das mit euch machen werde. Ich habe hier einen Stein. Welches Level? Fünfer. Kann ich ja draufhauen, aber. Lieber nicht, ich werde immer noch verfolgt. Herr Bera steht aber noch da. Ja, und der verfluchte Berne. Hä? Sind es zwei, die dich verfolgen? Nein. Hä, wo ist denn der andere? Bestimmt ist der irgendwo hinter mir. Also, und da ist Bera. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Egal, zum Glück. Nicht in der Nähe. Der kann auch langsam aufhören. Hey, wieso? Ach, jetzt habe ich noch gar keine roten Wurzeln mehr. Oh, wie fies wir sind, ey. Ja, das geht ja nicht so lange mit dem Tag. Ist immer fies, wenn man solche Monster holt. Abkommen. Und dann zum Typ geht, der auf den Stein haut, und dann haut er die Monster auch an, die einen verfolgen, und dann. Ja, ihr wisst schon. Wisst ihr nicht? Ich auch nicht. Ich will endlich diese scheiß Galle. Sind schon wieder keine Normanden. Du hast jetzt alles, gell? Nein.
erhöhen immer noch die... Down? Ja, immer noch der Down. Ja. Weil ich die meiste Zeit verfolge. Ja, okay. Und ich krieg grad keine Bären mehr. Also Waffensucher ist eigentlich schon eine ganz coole Klasse. Man kann gut mit den mit dieser Klasse leveln. Nicht so wie Magiesucher, zumindest ist es nicht mein Ding. Nachher, wenn man fährt, ist es vielleicht wieder was anderes, aber man hat halt kaum AOE-Skills und macht halt pro Schlag auch durchschnittlich halt wenig Schaden. Da man sowas wie verzauberte Klinge oder Aura nicht hat. Und man hat halt nur einen richtigen AOE-Skill und das wäre halt Flammenschlag. Und sonst hat man halt nur solche Fernkampfangriffe, meine Wege. Dunkler Stein. Ne, wie hieß die anderen? Ach man, ich hab schon so lange nicht mehr mit dem Schau gezockt, aber. Ich wäre gerade fast in Tigris reingelaufen. Das wäre eine gute Kombo gewesen. Bera und Tigris. Die werden wir auch noch umhauen, um uns zu rächen. Da werden wir in Level 100 dann hingehen. Jetzt kann man ja 100 werden, ja. Und dann werden wir die 10 mal hintereinander umhauen. Oh, das sind wieder Bären. Ah, da ist wieder der verfluchte Bär. Schön. Kriegst mich nicht, weil ich zu weit weg bin. Ah, der Sperrer jetzt. Ah, oh, irgendwie fehlt mir da immer noch ein... Oh, ich hab schon gedacht, die folgt mich trotzdem. Oh, komm schon. Galle. Galle. Ach man. Ihr könnt mal sagen, was euer Hassquest ist. Ja, wo ihr halt sehr viel Zeit investiert habt und ja, was euch so nervt. Ich meine, diese Orkzahn-Quests. Ah, Mann. Verflucht der Bär schon wieder. Ja, wieso achtest du da nie drauf? Du hast doch die Namen an. Ja, aber ich bin ganz weit weg von dem gelaufen. Plötzlich. Trotzdem war er da. Ach, jetzt laufe ich wieder zu mir. Ja, das war klar. Ja, ich versuche einfach dort wegzukommen. Gut, dann gehe ich dahin, wo sie waren, weil da waren irgendwo noch normale Bären. Ne, ja, die sind nicht mehr da. Oh, ich hasse es. Ach, da sind viele normale Bären. Ja, jetzt komme ich nicht weg. Ja, lass dich halt killen, ist doch egal. Okay. Wenn sie so wegrennen, ist auch oft nervig. Habt ihr an einem Part gesehen, wo ich von Tigris weggerannt bin? Das sind irgendwie voll die Schüsse, aber es muss mehr sein als... Level 13. Ja, wir waren ja damals. Damals, das war ein paar. Ich weiß. Let's Play geht langsamer voran als meine anderen Let's Plays. Ihr könnt die ja auch mal verfolgen. Geht einfach auf meinen Channel. Bis ihr halt das Let's Play, das ihr wirklich aussehen wollt, anschauen könnt. Nee, aber ich freue mich ja, dass ihr Metin ganz schaut. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr andere Let's Plays von mir schauen würde. Aber ja, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Jetzt genießt es einfach, wie wir hier die ganze Zeit von Bera und verfluchten Frauen verfolgt werden und verrecken und uns selber killen. Es geht leider noch nicht in Metin 2. Stimmt, was wir vorher besprochen haben. Bevor man sich einloggt, ist ja in Metin jetzt so ein anderes Bild, Hintergrundbild. Das sieht so aus, als gäbe es neue Klassen für Metin. Habe ich erst gedacht, aber es ist nicht so. Deshalb, ja. Vielleicht kommt es irgendwann mal, aber... Ich glaube fast nicht, leider. Glaube ich auch nicht, aber... Möglichkeit besteht. Ja. Und die sehen auch so aus, als wäre das voll eine geile Grafik, als wäre es so ein Grafikpatch von Metin, aber das war dann nur das Titelbild. Geil. Hammer. Das macht Hoffnung, aber ich finde Metin eigentlich auch jetzt nicht so, dass man es unbedingt ändern müsste. Ich meine, es ist ein MMO und so ein MMO, das man runterlädt, das dann 16 GB hatte ich ja auch behindert. Irgendwie. Aber es ist natürlich dann geil, wenn es so eine gute Grafik hat wie ein anderes Rollenspiel. Ja. Aber ja, es ist Metin 2 und passt.
Ja, ihr merkt schon, wir sind treue Mädchen, zwei Spieler. Leider komme ich gerade selten zum Spielen, außer wenn ich es halt Let's Play. Weil wenn ich was hochlade, die Internetleitung von mir relativ down ist. Ihr habt bestimmt viel bessere Internetleitung als ich, aber ich bin da nicht so anspruchsvoll, das passt schon. Und ja, hey Mann, wie viele Bären müssen wir da noch killen? Den ganzen Part nur damit verbracht, diese Galle versuchen zu droppen. Oh, ich hab den Darm schon gar nicht auf. Ich hab vorher nämlich gedacht, du hast schon gesagt, du hast den Darm, aber. Nee, da hatte ich ihn noch. Nee. Also ich habe ihn wirklich gerade bei der Gruppe. Ach so. Ich hab nämlich schon gedacht, du hast schon den Darm, aber ja. Dann hoffe ich, dass ich die Galle auch bald droppe. Ich glaube, sonst mache ich das noch ein bisschen offscreen und wir laufen dann schon mal in die Stadt, um die Quests abzugeben. Wir haben ja auch jetzt bestimmt noch andere Quests, weil wir wieder Level up haben. Sehen wir. Ups, ne, Quatsch. Hier. Ja, okay, nee. Das sind vielleicht Folgequests, keine Ahnung. Sag ich bloß. Ne, ah, da sind Besperrer und so, okay. Ja, dann beenden wir den Part. Ich mache das offscreen auch mit dieser behinderten Galle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.